Hi, Madeleine hier von Sonic Bloom. Vor einer ganzen Weile habe ich einen Artikel geschrieben zum Resampling, und zwar zu den verschiedenen Methoden in Ableton Live. Und da habe ich einige Anfragen bekommen, ob ich denn nicht dazu noch mal was machen könnte, wo ich Beispiele zeige, wie man das kreativ benutzen kann. Und dann dachte ich, ich zeige das einfach mal an meinen Songs, an denen ich so in den letzten Jahren leider inzwischen gearbeitet habe. Und zwar habe ich hier was, wo ich quasi einfach spreche und das erstmal wie so eine Meditation wirkt, aber das Ganze soll so ein bisschen gruselig werden, wenn ich dann in die Strophe reingehe. Und dafür habe ich den Reverse-Reverb-Effekt benutzt. Das heißt also den umgekehrten Reverb-Effekt. Und den werde ich euch gleich mal zeigen. Ich spiele euch aber erstmal das Ergebnis vor. Close your eyes. Take slow, deep breaths. Visualize the power within you. Envision the future you desire. Breathe in and out. Can you see it all unfold before your inner eye? Und das, was dann so langsam halt eingefadet wird, ist der Reverse-Reverb-Effekt. So. Dann stellen wir das mal solo. Ich will ja hier nicht die ganze Länge lang diesen Effekt haben. Das heißt, was ich hier als erstes machen muss, ist erstmal die zwei Clips konsolidieren. Und zwar muss ich das machen, weil nämlich der nächste Schritt das Umkehren ist. Und das würde natürlich an der Stelle gemacht werden. Das heißt, das wäre von der Reihenfolge her nicht mehr korrekt. So, dann gehe ich jetzt in den Clip rein, kehre den hier um. Und dann müsste ich als nächstes mir einen Reverb suchen. Ich nehme mir einfach mal den 60 Seconds, der schön lang ist. Und ganz okay funktioniert, zumindest zum Vorzeigen. Natürlich, wenn man das machen würde, wäre jetzt der nächste Schritt erstmal, da ein bisschen die Einstellung zu machen, wie man den Reverb im Detail haben möchte, dass das alles genau sitzt, weil der nächste Schritt ist nämlich, dass wir das aufnehmen wollen. Dann werden wir halt ja erstmal noch eine neue Audiospur einfügen. Und dann müssen wir hier mal die Vox-Intro-Spur angeben. Und hier ist es egal, also ob jetzt, also Post-FX muss es halt sein, mindestens, oder Post-Mixer. Beim Mixer kommen natürlich die Lautstärke-Einstellungen und ob man Panning irgendwie so ist mit rein. Das heißt, da sollte man sich überlegen, ob das sinnvoll ist oder nicht. In dem Falle finde ich es total okay, werde ich es einfach lassen. Und dann schalte ich die Spur scharf. Und dann spielen wir das einfach mal ab und nehmen das auf. So, an sich würde man den Hallschweif natürlich noch irgendwie ausklingen lassen, bevor man die Aufnahme stoppt, aber das brauchen wir hierfür das auch gar nicht in dem Sinne. Und es geht auch nur darum, dass ich euch zeige, wie es funktioniert. So, und dann gehen wir hier mal wieder in den Clip zurück, drehen das wieder um. Wir wollen das ja schließlich nicht die ganze Zeit rückwärts haben. Und machen den Reverb wieder aus, weil der ist ja schon ein bisschen zu viel sonst. Und den wollen wir auch nicht zweimal haben. Und dann müssen wir hier reingehen und das auch wieder umkehren. Dann müssen wir das noch an die richtige Position schieben. So, das erstmal mal so. Das heißt, ich müsste es hier mal ausklappen. Ein bisschen näher ranzoomen.
So könnte es halbwegs passen. Erstmal können wir mal gucken. Und dann spielen wir mal die zwei Spuren zusammen ab. Visualize the power within you. Envision the future you desire. Da merkt man, da haben wir noch ein bisschen Phasing drin. Das heißt, da müssten wir eigentlich das noch ein bisschen besser anpassen. Und so könnte es vielleicht sein. So, nochmal. Visualize the power within you. Envision the future you desire. Breathe in and out. Can you see it all unfold before you in a row? So, und schon habt ihr den Reverse-Reverb-Effekt, den ihr sicherlich schon aus Horrorfilmen zum Beispiel kennt, der wird ja gerne benutzt, oder wenn irgendwas mit Geistern oder sowas insgesamt in dem Film auch zu tun ist. Ja. Dann habe ich in diesem Song zum Beispiel das, da kann ich nicht mehr genau, also da kann ich nicht mehr genau sagen, welchen Effekt ich benutzt habe. Also was ich quasi sehr, sehr häufig mache, ist, ich nehme irgendeine Spur her, wo ich mit rumspielen will, wo ich das Gefühl habe, dass ich da vielleicht interessante Sounds rauskriegen kann. Das ist bei mir sehr oft die Stimme, aber auch können auch andere Instrumente und so sein. Und dann schleife ich das durch verschiedenste Effekte, gerne Glitch-Effekte, gerne auch Effekte, die eine Zufallsfunktion haben. Und dann verändere ich so ein bisschen die Parameter, weil ich das einfach aufnehme, das Ergebnis, mache davon ein paar Takes und dann bearbeite ich, welche Parts ich davon mag. Und entweder benutze ich das so, dass es dann quasi schon in der Position, wo es eigentlich wäre, von der Aufnahme lasse. Oder wie ich es hier in diesem Fall gemacht habe, hier habe ich meine Stimme durch Glitch-Effekte durchgeschleift und das da Ergebnis aufgenommen und das dann bearbeitet, um am Endeffekt quasi ein perkussives Element hier drin zu haben. So, hier habe ich nochmal einen neueren Song von mir, der noch nicht veröffentlicht ist. Und da habe ich im quasi Outro geflüstert. Und das Flüstern habe ich dann durch Glitch-Effekte wieder gejagt. Und zwar etliche Takes davon gemacht. Also ich glaube, ich bestimmt 6, 7 Takes oder sowas davon gemacht, weil ich sehr viel mit verschiedenen Settings und so rumgespielt habe, um zu gucken, was ich da rauskriegen kann, damit ich schön verschiedene Ergebnisse haben kann. Und das Ganze habe ich dann halt editiert, um zu gucken, ja, die Parts gefallen mir, die gefallen mir nicht. Und ich habe halt auch etliche, wie man sieht, hier behalten, nämlich das ist nämlich das Ergebnis. Und habe das dann zum Beispiel gemacht, dass es halt so ein bisschen immer im Stereobild rumschwirrt und dann so ein großes Ganzes quasi auch wirklich bildet. Und dann sole ich das hier einfach nochmal und spiele das einfach mal zusammen ab. Language makes the world. It doesn't just reflect. My respect is all my contempt is always Und dann
Was ich auch gerne mache, ist halt, also zum Beispiel Cat Stretch, ein Gerät, was es auf Sonic Bloom gibt, benutze ich auch sehr gerne, um halt so seltsame Sounds und Geräusche und so kleine so Schnipsel, die noch in dem Song mit reinkommen, weil ich sehr auf Details immer achte, erstellen zu können. Und da war, glaube ich, das ursprüngliche Sample, was ich dafür benutzt habe, ein Vibraphon-Ton, den ich gespielt habe, einfach. Da hatte ich ursprünglich die Idee, dass ich da quasi so ein Swell machen wollte mit, was es eigentlich auch ist, aber es, also es passt sehr gut von der Art her, was da rausgekommen ist. Und habe dann noch dann mit dem EQ8 noch ein bisschen quasi gefiltert, damit das genau so klingt, wie ich mir das am Ende vorstelle. Das heißt, da habe ich das halt quasi einfach ein Sample genommen und das gestretched, ein Cat Stretch, die Parameter verändert und dann halt ein bisschen rumgespielt, was ich jetzt hatte. Und dann habe ich das einfach fixiert, so dass ich es dann wirklich definitiv da habe. Das heißt, ich mache das manchmal auch einfach mit Sachen, nicht weil ich es unbedingt noch so großartig weiter bearbeiten will, weil ich hätte das ja Equalizing ja auch, das Filtering auch einfach so drauf machen können, sondern einfach damit ich das auch fix da habe, weil ich dann halt auch sehe, wie die Wellenform sich verändert und wie das passiert und so. Das finde ich oft auch sehr hilfreich, dass ich dann quasi Sachen, die ich in MIDI quasi gemacht habe, fixiere, damit ich sie konkret da habe und sehen kann, okay, das ist die Wellenform, das und das will ich da so und so machen. Ist halt einfach visueller quasi hilfreich. Und was daran natürlich auch toll ist, ist, dass man, wenn man das als Audio irgendwas dann geresampled hat, kann man das auch zum Beispiel warpen, weiter dehnen, stauchen, verschiedene Warp-Modi probieren, um dann halt klanglich das auch nochmal zu verändern und. Ich mache das auch gerne so, dass ich zum Beispiel was resample, dann nochmal warpe, was weiß ich was noch für Effekte drauf mache und das dann nochmal resample, um dann halt was ganz, ganz anderes am Ende zu kriegen. Das heißt, daher weiß ich manchmal auch einfach nicht, was der ursprüngliche Sound überhaupt noch war, weil man es auch überhaupt nicht mehr erkennen kann, weil da so viel bearbeitet worden ist, dass da halt was ganz Neues rausgekommen ist im Endeffekt. Ja, ich hoffe, ihr fandet das hilfreich und habt auch vielleicht ein bisschen Inspiration gefunden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch ein Like dafür oder abonniert den Kanal und kommt gerne mal auf Sonic Bloom vorbei. Das ist sonicbloom.net. Bis dann. Tschüss.